Wenn ihr Käse-Pasta-Soßen liebt, dann werdet ihr die Soße Alfredo auch sehr lieben. Deswegen möchte ich sie euch gerne vorstellen. Sie ist sehr einfach gemacht, in weniger als 15 Minuten und schmeckt richtig ausgezeichnet zu Pasta. Bevor wir mit der Soße starten, setzt unbedingt einen Topf mit Salzwasser auf und kocht darin eure Pasta. Denn die brauchen wir nachher, damit wir die Soße draufgeben können. Als erstes geben wir 80 Gramm Butter in den Mixtopf und lassen diese schmelzen, deswegen setzen wir den Deckel auf und stellen für 4 Minuten Grad die Stufe 1 ein. Nach dem Schmelzen überprüfen wir, ob die Butter tatsächlich geschmolzen wurde. Ja, ist nur ein kleines Stück drin, das ist nicht schlimm. Sollte sich bei euch noch mehr Butter im Mixtopf befinden, einfach nochmal die Zeit verlängern. Jetzt wollen wir natürlich auch unsere Soße kochen, deswegen geben wir 250 Gramm Sahne hinzu. Einen Teelöffel Knoblauchgranulat, 2 bis 3 Prisen Pfeffer. Ich verwende einen bunten Pfeffer, aber auch weißer Pfeffer passt sehr gut. 120 Gramm Parmesan kommen hinzu, geriebenen. Den könnt ihr entweder vorab im Thermomix reiben oder ihn euch gerieben kaufen. Und etwas Salz sollte nicht fehlen. Denkt aber dran, Parmesan bringt schon etwas Salz mit, deswegen nicht so viel und lieber später nachsalzen. Ich verwende ein bisschen mehr Salz, aber wirklich nur eine kleine Prise. Wer möchte, darf jetzt auch noch 1 bis 2 Esslöffel Petersilie hinzugeben. Ich verwende eine tiefgefrorene, ihr könnt auch frische verwenden. Aber das müsst ihr nicht, das ist ganz optional. Deckel und Messbecher aufsetzen. Und nun für 10 Minuten 100 Grad. Die Stufe 3 einstellen. Sollte euch später die Soße zu stark kochen, könnt ihr auch auf 95 Grad runterschalten. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal eure Pasta fertig kochen und dann gleich die Soße auf die Pasta geben. Ist eure Soße fertig, sollte sie so aussehen. Ich mag sie gerne etwas flüssiger. Wenn ihr sie ein bisschen fester haben möchtet, könnt ihr die Zeit noch mal um 2 Minuten verlängern. Serviert nun die Soße auf eure Pasta. Ihr könnt die Alfredo-Soße zu verschiedenen Pastasorten servieren. Wir haben uns heute für Spaghetti entschieden, aber auch Farfalle und Fettuccine passen sehr gut. Wenn ihr was von der Soße übrig habt, kein Problem. Füllt sie in ein Glas ab und dann könnt ihr sie noch die nächsten 2-3 Tage verwenden. Ganz viel Freude beim Nachmachen, einen guten Appetit und bis zum nächsten Video. Tschüss!